Servus zusammen zum wahrscheinlich längsten Video 2021. Ich möchte einen kleinen Rückblick geben von dem Jahr und eine kleine Vorschau fürs nächste Jahr. Und mich erstmal bedanke bei allen, wo dieses Jahr mich so unterstützt haben. Durch Weiterempfehlungen, durch Bewertungen, durch Empfehlungen, durch Like-Teile im Internet. Aber auch so habe ich mitbekommen, wie so viele Leute mich weiterempfehlen. Und das freut mich einfach. Und das zeigt mir, dass ich das Richtige mache und dass das immer größer werden kann, wenn ihr mich da unterstützt. Und ich habe jetzt gerade mal mir ein paar Gedanken gemacht, was in dem Jahr eigentlich so passiert ist. Und dann muss ich schon feststellen, dass da einiges dazugekommen ist, was wir Anfang des Jahres noch gar nicht so geplant haben. Egal, ob jetzt das mit den Christbäumen war, wo nicht abgeholt hätten dürfen werden, wo ich viele Neukunde bekommen habe, aber auch viel im Gespräch war, ah, da ist doch einer, wo das abholt. Oder dann auch die Abos in der Grünstadtabholung, was ganz viel dazu gekommen ist. Mittlerweile ist über 75 und das freut mich. Aber auch die Pflegeabos, Rasenmähe regelmäßig, egal ob gewerblich oder auch im Privathaus, ist ja sehr stark hinzugekommen und das freut mich und das wollen wir auch weiter ausbauen. Genauso wie Heckeschnitt, Wurzelfräse. Wenn ich überlege, ich habe Anfang des Jahres mir überlegt, soll ich eine Wurzelfräse kaufen? Und jetzt gehört es zu meiner Dienstleistung voll dazu und wird eigentlich jede Woche genutzt. Also wird er mir alles richtig gemacht, bis jetzt, denke ich. Aber das Feedback, wo ich von euch bekomme, zeigt mir, dass das schon so ist. Als kleiner Ausblick für 2022 möchte ich noch dazu sagen, kommt einiges dazu. Mir wäre auch 2022 unser Abo erweitern, also sprich Emmendingen die Richtung anpeile, dass wir auch da die Dienstleistung anbieten können, aber auch die Rasenmähpflege im Abo oder sonstige Sachen, kommt einiges dazu. Genau, ich bedanke mich für das krasse Jahr, bedanke mich bei jedem, wo mich weiterempfohlen hat, bedanke mich für jeden, der was liked, was teilt. Das freut mich wirklich, das hilft mir weiter. Und dass 2022 noch krasser wird wie 2021. Dafür stehe ich, das mache ich gern, weil mein Ziel ist, dass ich euch auch irgendwo helfen kann, dass ich Ansprechpartner bin, wo es kein Nein gibt, wo man immer eine Lösung findet. Und für das stehe ich und das will ich auch weiterhin machen. Und jetzt wünsche ich allen eine sehr schöne Weihnachtszeit, besinnliche Tage. Ich werde wie jedes Jahr Heiligabend mein Handy ausschalten. Und erst wieder am 27. einschalten. Von dem her, kommt durch, gut durch die ruhigen Tage. Genießt die Zeit mit eurer Liebe. Und ja, ihr wäre dann 27. wieder von mir hören. Ich wünsche allen frohe Weihnachten. Lasst mal ein bisschen Grüße da unter dem Video. Würde mich freuen. Vielen Dank. Bis dann.